Moinere Leute, ja, mich wirklich sehr, dass ihr eingeschaltet habt heute zum neuen Dokkan Battle Video und wir haben die Celebration Informationen zu Part 2 quasi. Wir schauen uns die zusammen einmal an, der Worldwide Celebration 23 natürlich. Zuerst aber einmal kommen wir zu einem kleinen Twitter Preview Trailer und zwar bezüglich des Part 2 und vor allem werden wir da einen kleinen Hinweis auf den Part 2 LR sehen, einen sehr starken Hinweis und ich würde sagen, springen wir einfach mal rein, gucken uns das Ganze an, ich würde Abfahrt sagen. Abfardo. Okay. Was ein Banger. Hintergrundteam. Okay, das war Part 2 quasi. Mehr gibt es nicht als Ankündigung. Ich kann die japanischen Schriftzeichen nicht. Aber so wie es aussieht, läuft alles. Also, was hier passiert ist, wir kriegen quasi erst den Snippet von Sword of Hope rückwärts in Z. Dann Android Cell Saga, Future Gohan. Und dann wird das einmal reverted und kommt wieder zurück zum Sword of Hope. Also, es sieht so aus, als würde man in dieses Sword of Hope reinzoomen. Dann sieht man die ganze Geschichte von Trunks und dann kommt alles wieder zurück und man ist wieder am Sword of Hope angelangt. Also für mich ist es nahezu eindeutig, dass wir Sword of Hope Trunks bekommen, so wie es aussieht. Ich denke, das war für die meisten auch klar, dass es Sword of Hope wird, in die Richtung geht. Ob es jetzt ein Rage Trunks war oder Sword of Hope und wie die Transformation aussieht, ob es eine Transformation gibt und wissen wir nicht. Aber Sword of Hope Trunks, so wie es aussieht, wird ein großer Teil des Part 2 LRs. Jetzt, wir haben keinen Trailer bezüglich der Extreme-Seite gesehen. Wie sieht es aus mit einem Rosé? Ich denke, das ist die interessanteste Frage, die man sich momentan stellt. Also, was wird der Extreme-Charakter? Ist es ein Rosé? Ist es ein Goku Black? Ist es vielleicht nichts davon? Ich gehe sehr stark davon aus, dass es ein Rosé wird. Aber nichtsdestotrotz würde ich mich sehr über einen Trailer bezüglich Rosé freuen. Mal gucken, ob im Laufe des Tages noch was kommt. Aber wir haben zumindest jetzt schon mal eine Seite, nämlich Sword of Hope Trunks. Sieht sehr, sehr wahrscheinlich aus. War ein cooler Trailer, muss ich auf jeden Fall sagen. Ist mit in dieses Schwert reingehen und wieder zurückkommen. Mit diesen ganzen Erinnerungen von Trunks, den ganzen Geschehnissen und so. War ein Banger, ohne Frage. Aber es klärt nicht die Frage, kommt ein Rosé? Kommt kein Rosé. Ich habe noch eine kleine Sache zwischendrin, nämlich was Cooles, was ich gesehen habe. Es gibt einen Unique-Title für dieses Event, The Rhyne Wrath Immortal Will. Das will ich direkt hier am Anfang raushauen. Warum will ich das direkt am Anfang raushauen? Nämlich, ihr seht den Titel. Es ist Sword of Hope versus Rosé sein Schwert. Es ist quasi Schwert gegen Schwert. The Clash. Also, ihr wisst, was das heißt. Rosé mit seinem Schwerttanz. Abfahrt. Jetzt springen wir aber einfach mal rein und schauen uns den Part 2 Content an. Diesbezüglich würde ich sagen, gehen wir Stück für Stück durch. Am Anfang gibt es nichts Besonderes. Klar, hier ein bisschen die OST wird weiterhin im Titelbildschirm laufen. Schön und gut. Wir kriegen neue Missionen zu Part 2, also neue Stones, als auch Worldwide Celebration Memorial Stone Tickets, die ihr dann in diesem Dokkan Festival Banner einlösen könnt. Nicht in dem neuen Dokkan Festival, dem Dual Dokkan Festival, sondern da, wo ihr die Memorial Stones tauschen konntet für Tickets und diese Tickets konntet ihr dann für einen Banner ausgeben, wo ganz viele Dokkan Festivals enthalten sind. Also dafür kriegen wir, so wie es aussieht, weitere Tickets. Dann haben wir quasi einmal das Login-Event von diesem Harvesting von Goku und Piccolo. Nehmen wir auf jeden Fall mit. Daily einen Stone oder Daily 7 Stones oder Daily 3 Stones, je nachdem wie viel Glück ihr habt. Also da wünsche ich euch viel Glück, dass ihr nicht Daily 1 Stone bekommt, sonst ist es ärgerlich. Es geht bis hin zum 15. September. Um 2 Uhr nachts. Dort sollte eventuell neuer Content kommen. Ich sage eventuell neuer Content kommen. Momentan wissen wir noch nicht, was passiert ab dem 14. September. Und ich kann euch eins sagen, es wird noch was kommen. Warum wird da noch was kommen? Sie werden nicht eine Woche ohne kompletten Content gehen. Das passiert einfach nicht. Das heißt, den Content, den wir hier sehen, der geht jetzt die ersten paar Tage. Wir haben jetzt eigentlich grundlegend fast alles am Tag 1, so wie es die Leute sich wünschen. Das geht jetzt dann bis zum 14. Am 14. sollten die Banner droppen, also die Part 2 LR Banner.
Und dann am 15. könnten wir eventuell neuen Content erwarten. Das denke ich sehr stark. Nämlich bis zum 22. haben wir dann wieder 7 Tage. 22. beginnt Part 3. Wir haben ebenfalls natürlich weitere Special Sum Tickets für den 50er Multi, den ihr zu Part 3 dann machen könnt. Also die letzten Tickets dafür gibt es Part 3. Da kriegt ihr dann ein LR garantiert raus. Free nimmt man auf jeden Fall mit. Wir haben ebenfalls die Erweiterung von In Search of the Light of Hope. Hier werden die Rewards, die Mission Rewards, upgraded von 3 Stones Daily auf quasi 4 Stones Daily. Ab morgen nimmt man auf jeden Fall mit. Dann haben wir Rise Up Resistant Future Force. Da habe ich auch schon gestern drüber gesprochen. Die Coop Campaign. Dort ist es so, dass ihr 2 Future Saga Verbündete im Team haben müsst und damit dann 40 Stages insgesamt cleart. Damit schafft ihr dann die Personal Missions. Und dann gibt es natürlich noch weltweite Missionen. Da gibt es ein bisschen was an Stones. Wir können uns das grob einmal kurz anschauen. Und zwar haben wir diese Campaign hier. Genau richtig. Ihr bekommt dann einiges an Stones davon. Einiges. Wie viel sind das? 3, 5, 8 Stones und dann noch die Personal Missions auch nochmal 2 Stones. Also insgesamt 10 Stones, ein bisschen Fleisch und Co. Und was hier angeteasert wird, ist quasi ein Unique Title. Den bekommen wir dann in Part 3. Also abschließend mit der Coop-Campaign. Jetzt nicht für Part 2, so wie es aussieht, aber Part 3. Also Part 3 beginnt halt dann am 22. Und wenn Part 3 abgeschlossen ist, dann kriegen wir auch so einen Titel. Sieht cool aus. Also das ist Mai ihre Shotgun und quasi Trunks sein Schwert. Sehr, sehr cooler Titel. Nimmt man auf jeden Fall mit. Ich finde es geil, wenn sie solche Special-Titels machen. Finde ich richtig, richtig nice. Deswegen nehme ich das auf jeden Fall gerne mit. Und ich glaube, wir sollten sogar auch nochmal einen Titel bekommen für dieses Difficult-Event, oder nicht? Ich glaube, also für welches Difficult-Event, von was spreche ich gerade? Kommen wir jetzt zu. Nämlich von diesem hier. Sekunde. Wow, ich skippe einfach alles. Divine Wrath and Mortal Will, das meinte ich. Ich glaube, da soll es noch einen Titel geben. Aber mal schauen. Okay, dann haben wir SNS-Campaign. Da müsst ihr quasi einmal auf den Lautsprecher klicken und bekommt Stones für. Nimmt man auf jeden Fall sowas von free mit. Insgesamt müssten es, glaube ich, 2 Stones sein pro Post. Zusammengerechnet 12 Stones über die komplette Campaign gerechnet. Das Ganze könnt ihr heute einmal machen. Dann haben wir das Link-Level-Event. Das ist quasi gelimited. 3-mal pro Woche könnt ihr das machen. Es gibt 2 Stages. Die erste Stage ist quasi mit allen Charakteren. Die zweite Stage ist nur für Future Saga. Charaktere, schaut, dass ihr das auf jeden Fall mitnimmt, macht diese Events 3-mal wöchentlich. Sehr, sehr wichtig. Nimmt es mit, das Ganze ist jetzt auch schon quasi live und geht bis Ende der Worldwide Celebration. Dann haben wir das Easy A von In Future Gone. Effektiv müssten Androids Charaktere sein. Super, super free an sich. Nimmt mit, der Charakter ist gut, ohne Frage. Also In Future Gone ist ein solider Charakter. Kann man gebrauchen, vielleicht in dem ein oder anderen Team, auch für den nächstkommenden Dokkan Festival Super Trunks, eine gute Bereicherung. Also den Charakter nimmt man mit. Sein Sub-Easy-A gibt es ebenfalls. Das wird quasi abgedeckt dann durch die Support-Campaign, durch eine Mission. Dort bekommt ihr quasi automatisch die Medals für das Sub-Easy-A, wenn ihr dieses Easy-A cleart. Also super free. Das Sub-Easy-A ist aber eher schlecht, könnte man sagen. Dann haben wir Burst-Mode. Burst-Mode fängt an um 10 Uhr heute, genauso wie das Extreme-Z-Battle. Also wenn das Video da sein sollte, vielleicht noch eine Stunde oder so. Dementsprechend Burst-Mode auch ganz geil. Bin ich sehr gespannt, wie schwer es wird. Es ist ein Burst-Mode gegen das Event von, das Dokkan-Event von Vegeta und Trunks, LR Vegeta und Trunks. Bin ich sehr, 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 sehr gespannt, ob es knifflig wird oder nicht. Soll es aber auch noch einen Guide zu geben. Wir haben neue Stages für einmal das Story-Event von dem neuen der diesjährigen Worldwide Celebration, nämlich Super Warrior Memorial. Dort sieht das Ganze aus, dass ihr einmal Int Trunks awaken könnt, Int Trunks into Int Trunks. Aber ihr könnt ihn einmal awaken mit seiner coolen Domain-Utility oder mit seinem Domain-Skill. Und das Ganze sieht so aus, dass er auch noch ein Easy A bekommen sollte. Bisher haben wir nicht angeteasert bekommen, wann das Easy A kommt. Kann zu Part 3 kommen, kann vielleicht noch in der zweiten Hälfte von Part 2 sein. I don't know. Wie schon erwähnt, es kommt noch Content zu Part 2. Also die machen nicht 2 Wochen ohne kompletten Content. Kann ich mir nicht vorstellen. Deswegen vermute ich, in 7 Tagen sehen wir dann wieder neuen Content. Aber mal gucken, abwarten. Und wir haben ebenfalls das Dokkan Awakening vom alten STR Rage Trunks, was angekündigt wurde schon zu Part 1. Das bekommen wir jetzt. Und deshalb gibt es dann eine neue Stage mit Medals, also farmt es. Dann haben wir natürlich 3 neue Stages für Divine Wrath and Mortal Will. Ich bin sehr gespannt, wie schwer diese Stages sein werden. Das probieren wir auf jeden Fall aus. Seid da gespannt und vielleicht gibt es einen Guide, wenn es schwer ist. Wenn es nicht so schwer ist, dann gut, whatever. Aber 3 Stages nehme ich auf jeden Fall mit. Das ist übrigens dasselbe Event wie letztes Jahr, nur ohne Bonus-Charaktere. Deswegen ist es auch so leicht, weil jeder Charakter ist quasi ein Bonus-Charakter, so gefühlt. So ist der Schwierigkeitsgrad in etwa. Dann haben wir eine weitere Red Zone Stage, nimmt das auf jeden Fall auch mit. Das ist quasi die Red Zone Stage gegen Goku Black und Zamas. So wie es aussieht, sollte das ein Fight sein, wo er zuerst startet in Zamas und dann übergeht in LR Goku Black und Zamas.
glaube, die Details gibt es noch nicht. Ich bin gerade nebenbei am Nachschauen, wenn ich das hier so sehe auf Dokkan Info. Aber ich glaube, sie haben es noch nicht eingetragen. Ich glaube. Richtig? Sag mal. Ah, doch, haben sie. Okay. Es beginnt mit In Summers und geht über in El Attack, Goku Black und Summers. Okay, okay, okay. Damit man das quasi weiß. Der Boss sieht jetzt nicht so heftig schwer aus, wenn ich ehrlich bin. Also von dem, was ich sehe, was er so drauf hat mit Damage Reduction und Co. jetzt so nebenbei, scheint das nicht so schwer zu sein, die Red Zone Stage. Gucken wir uns aber auch an. Direkt quasi heute Nachmittag gibt es quasi einen Guide dazu, wie ihr die Stage schafft. Aber ist jetzt erstmal nicht so schwer, meiner Ansicht nach. Gut, aber ja, genau, mehr gibt es dann dazu später. Als nächstes haben wir Infinite Dragon Ball History. Dort fighten wir quasi gegen Trunks, also gegen viele Trunks. Dort müsst ihr dann einmal rein mit 3 Vegeta Family und 3 Time Traveler Charakteren. Ich glaube, es waren Time Traveler Charaktere. Korrigiert mich gern in den Kommentaren. Aber so müsste das rein theoretisch sein. Und wir haben dann zum Abschluss nochmal diese Extreme Z Awakening Support Campaign. Wie schon erwähnt, dadurch bekommt ihr die Medals von In Future, also von dem Sub EZA von In Future Gohan, also der Tech Trunks. Das soll alles gewesen sein. Ich sehe gerade so im Hintergrund ein bisschen, okay, die Stats für dieses besondere Event hier, für das hier, von den Bossen, sehen auf jeden Fall cool aus. Schwieriger als Part 1, muss man dazu sagen. Ja, ja, gefällt mir. Sowas will ich immer sehen, immer her damit. Boah, ich freue mich auf die... Oh, ich glaube, das ist sogar schwieriger als Red Zone, wenn ich jetzt so die Stats sehe von den Bossen. Der letzte Fight, 97 Millionen HP, Vegito Blue. Mit 1,5 Millionen SAs und einem Attack Race von 50%. Ich sage euch ehrlich, der letzte Fight hier von Mortal Will, der wird scheppern. Der wird wirklich scheppern. Oh mein Gott, okay, da freue ich mich drauf. Aber das soll es vom Video gewesen sein. Mehr dazu sehen wir dann quasi, wenn wir in die Events reingehen. Ich freue mich, wird geil. Und dann bis zum nächsten Video wieder. Ciao, ciao, haut da rein. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen aufklären. Vielleicht gibt es noch ein bisschen mehr zu dem Part 2 erst im Laufe des Tages. Ansonsten sind wir halt in der Luft. Wir müssen warten auf den 12. Dort werden die Ingame-Details von den Part 2 erst dann bekannt gegeben. Ich bin sehr gespannt, aber lasst mich gerne wissen, was ihr diesbezüglich denkt. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, haut da rein.